Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Kingdoms Reborn, hier auf der Stratigator. Wir sehen gerade, dass, also ich sehe zumindest gerade, dass hier Catherine, oh, wir können uns sie angucken, Alter, 18 Jahre alt, hat ganz okay Essen, ganz okay Wärme auch, Spaß hat sie 80%, warum auch nicht, ne, in Westholm hat man halt Spaß. State get heat, okay, sie möchte Wärme haben. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie keine Wärme hat, weil es kein Haus für sie gibt. Wir sehen nämlich hier Population 33 von 32. Da sollten wir vielleicht jetzt nochmal ein kleines Häuschen nachbauen. Und das setzen wir doch hier einfach mal direkt neben den Workshop. Und hier, ach guck mal, da schalten wir gleich auch wieder zwei weitere Sachen frei. Das hier ist richtig wichtig, das freizuschalten. Das hatte ich bisher überhaupt nicht im Blick. Und vielleicht bauen wir auch direkt noch ein weiteres. Upala. Direkt noch ein weiteres Haus daran. Ne, da könnte man noch gut Farmen bauen. Bauen wir es mal hier noch neben. Tja, und jetzt können wir auch schon wieder eine neue Karte aussuchen. Den sollten wir uns auch einmal errichten, weil der doppelte Wärme spendet. Und wir haben jetzt Mittwinter und wir haben kaum noch Holz. Wir sollten gerade auf jeden Fall mal nicht bauen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber wir nehmen uns den Förster noch einmal mit und den Holzverbrenner. Ich brauche mehr Holz. Aber also wirklich. Ich habe hier jetzt schon mega viel rein investiert. Ne? Aber ich glaube, ich muss hier mit Steinen upgraden. Dass wir hier einfach krasser werden. Gradet das dann für alle ab? Das wäre auch noch interessant. Okay. Shift-Click. The button to try upgrading all same type building. Probieren wir es mal, oder? Okay, jetzt habe ich zweimal geupgradet. Okay, hat mich auch das Doppelte gekostet. Das heißt, das passiert immer nur einmal. Das heißt, wir haben jetzt da geupgradet. Wir können aber trotzdem nochmal 30% draufhauen, oder was? Moment. Hier sollte doch definitiv das Abfällen gedingst werden. Oh Gott. Unlock Building Combo. You can gain building combos by constructing multiple buildings of the same type. Okay, wenn wir mehrere Gebäude vom selben Typ bauen, dann erreichen wir mehr Produktivität dadurch. Alles klar. Und wir hören jetzt schon die böse Musik, denn unser Holz sieht gar nicht gut aus. Gar nicht gut. Ich glaube, wir müssen mal kurz unsere Leute hier nochmal losschicken. Und bitte jetzt mal Trees, Wood und Non-Fruit Trees. Wo ist der Unterschied? Und hier die Leute einfach nochmal fleißig abfällen lassen, sodass hier jetzt nochmal ein bisschen Holz rankommt, weil sonst haben wir hier ein richtiges Problem im Winter. Sonst wird hier keiner wirklich glücklich. Und wir kaufen jetzt eine Harry Potter Card. Das heißt, ich muss jetzt eine wegwerfen. Ja, komm, hier die Pig Farm, die haben wir die ganze Zeit noch nicht benutzt. Oh, ein Clay Pit. Moment, soll ich nicht einen Potter freischalten? Makes Pottery from Clay. Was heißt denn Pottery? Seht ihr, da stecke ich jetzt auch regelmäßig. Das sind halt keine normalen Wörter. Ah, Töpferei ist das. Okay, interessant. Ja, aber trotzdem ist hier unser Holz auf Null gesunken, was mir gar nicht gefällt. Das heißt, wir versuchen jetzt gerade mal durch den Winter noch so durchzukommen, aber ich glaube, dass es auch jetzt unsere Leute nicht so geil finden. Ja, guck mal, also die Hitze, das geht ja noch. Hitze ist auf 99. Wahrscheinlich von 100, ne? Und warum ist Essen niedriger als Hitze? Also wir haben nichts, um zu wärmen. Wir haben aber noch gut Essen. Und die sagen, ja, wir haben ein Problem mit Essen. Wir haben einen höheren Fischkonsum, als wir produzieren.
Und auch die Orangen sieht nicht gut aus. Warum haben wir dann 1000 Essen? Wir haben wahrscheinlich einfach nur angesammelt, ne? Ah, das könnte natürlich sein. Oh, Bierbrauerkarte kaufen. Warte, dafür müssen wir aber noch was loswerden. Wir werden jetzt erstmal ein Fruit-Gatherer los, bevor wir dann uns eine Bierbrauerei kaufen. Und wir können direkt hier noch eine Karte freischalten. Das finde ich aber cool, dass die Karten dann auch normal hier halt reinkommen, ne? Weil sonst würde es halt wenig Sinn machen. Können wir uns gerade aber nicht erlauben, die zu kaufen. Wir haben überhaupt kein Holz. Ich brauche Holz. Komme ich irgendwie noch an Holz? Die verbrauchen das halt auch alle, ne? Guck mal, 30% weniger Input. Zack, wird direkt mal reingehauen. Damit wir uns da das sparen auf jeden Fall schon mal. Fuel 12, okay. Da wird Holz gebraucht, aber sonst wird scheinbar nirgendwo Holz gebraucht. Wir brauchen mehr wir brauchen mehr Förster. Ich sehe gerade keinen anderen Weg, aber das ist ja ultra krass. Also ich könnte jetzt nochmal per Hand fällen, ne? Vielleicht ist das jetzt auch erstmal nochmal der Way. Der Weg. Seht ihr, dieses Denglich. Ganz schlimm. Ganz schlimm. So. Fällen wir hier nochmal fleißig. Und wir haben einen neuen Bewohner bekommen. Jetzt geht's hier aber ab. Ich habe die Bücherei freigeschaltet. Mine, du musst leider weichen. Und dafür kriege ich jetzt eine Bücherei. Cool. Ah, damit kriege ich weitere Forschungspunkte. Damit würde ich das also schneller voranbringen. Okay, interessant. Und für die Brauerei, also im Moment, jetzt geht es mir hier gleichzeitig zu schnell und zu langsam voran zur selben Zeit. Also, eine Bücherei würde ich eigentlich ganz gerne bauen. Können wir die hier noch ein bisschen mehr an die Häuser ranbauen, weil denn noch ein positives Effekt auf die Häuser... Ich sehe das ja jetzt erst. Unsere Häuser sind geupgradet. Guckt's euch an. Wow. Und guck mal, das ist jetzt gerade im Upgrading-Prozess. Jetzt ist schon passiert, toll. Ja, aber hier das jetzt auch gerade. Gerade noch eine Hütte, gleich schon ein Haus. Oh, und einer unserer Leute ist gestorben, weil er alt war. Okay, da machen wir nichts. Okay, jetzt sind alle unsere Häuser hier auf einmal geupgradet. Bieten die auch mehr Platz? Nee, ne? Okay, so, und hier haben wir jetzt noch eine Karte rumliegen. Wo wir jetzt weitere Sachen, zum Beispiel einen Potter, einen Harry wieder freischalten können. Dafür müssen wir aber erstmal Platz schaffen. Must be built next to a river. Oh. Den Weg möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht gehen. Sondern ich möchte jetzt gerne eine eine Library wollte ich bauen. Dann wissen wir aber auch, wo unsere nächsten Häuser reinkommen, ne? Also nämlich hier in die Richtung. Würde das dann auf jeden Fall gehen. Stellen wir hier mal kurz Priorität drauf, dass das weitergemacht wird. Und dann bauen wir doch auch mal eine Bierbrauerei. Oder? Leute, die glücklich... Wobei, wir brauchen erst noch Felder, um unser Weizen herzustellen. Kann ich dafür mal kurz hier... Steuerung T mache ich das. Okay, Steuerung T. Ah, mit Steuerung T halte ich das. Perfekt. Wir können auch hier mal sagen, bitte baut mir mal hier diese Steine noch ab. Das wäre noch interessant. So, was wollte ich gerade bauen? Ein Bierbrauer. Nee, ich wollte erstmal Felder gucken, genau. Felder, grün. Guck mal, hier haben wir ganz viel grün. So, und jetzt versuchen wir das hier mal groß zu machen. 64 ist maximale Größe. Kann ich hier jetzt noch einen dran bauen? Nee, ne? Naja, aber was wir hier auf jeden Fall mal noch hinmachen, ist ein Pfad. Und dann, weil wir hier in das Lager, haben wir das irgendwie begrenzt. Ja, wir dürfen hier offiziell kein Essen einlagern. Okay, machen wir jetzt auch mal... Ne, Moment, wir erlauben jetzt hier noch zusätzlich
Wheat, also Weizen, erlauben wir jetzt noch. Weil dann können wir hier nämlich direkt den Brauer hinbauen, der das dann hier direkt sich schnappt. Gegenüber von der Försterei direkt. Oh, und vielleicht blenden wir die Bäume mal wieder ein, sonst sieht es aus, als hätten wir ja alles platt gemacht. Haben wir aber tatsächlich noch nicht. Noch nicht. So, und jetzt holen wir uns doch mal hier... Ach, guck mal, hier können wir uns noch mal freischalten jetzt. Okay. Aber ich hätte jetzt eigentlich gerne noch einen Förster. Oh, die stacken. Auch eine super Erkenntnis. Gut zu wissen. Ich glaube, wir holen uns jetzt mal mit weiterem Essen hier weiteren Platz und bauen weiteren Förster. Also, das ist gerade irgendwie das Allerwichtigste gefühlt für mich. Ich weiß nicht, ob die mir überhaupt richtig Holz liefern, ne? Aber also für mich würde intuitiv ein Förster bedeuten, mehr Holz. Das heißt, ich baue Förster. Wenn ich mehr Holz brauche, was ich brauche. So, hier nochmal ein Lager hin. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt zu viele Lager baue oder zu wenig. Kommt wahrscheinlich auch auf die Position drauf an. Das hier ist wahrscheinlich zu klein, weil es auch mitten in der Dings ist. Und wir können jetzt hier mal noch 10 Holz investieren, um 30% Produktivität hier zu kriegen. Und ach, guck mal, hier können wir sich gegenseitig, die können wir gegenseitig sich boosten lassen. Machen wir doch mal. Lassen wir aber, naja, komm, stellen wir 2 Leute ein. Wir haben ja die Leute gerade, glaube ich zumindest. Und lassen das mal weitermachen. Während der hier fleißig weiter am Cutten ist, bitte jetzt mal beides machen. Weil sonst laufen wir hier ganz schnell Gefahr, keine Bäume mehr zu haben. Die stellen wir auch mal wieder auf beides ein. Und wir wollen weitere nicht Dings gebaut kriegen. Okay. Gut, wir machen ganz gute Fortschritte, finde ich. Also ich weiß nicht, ob wir wirklich im Spiel voranschreiten. Aber ich habe das Gefühl, denn wir breiten uns ja auch immer mehr aus. Aber Berge, um Kohle abzubauen und so, die sind noch ganz schön weit weg. Uiuiui. Ui. Ja, vielleicht war das doch gar nicht so der Premium-Startplatz, den wir uns da ausgesucht haben, ne? Aber warte mal, wir können ja auch hier so Gelände kaufen, ne? Und dann mit einer Brücke einfach übersetzen. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass wir auch direkt hier rüber gehen können, weil, was ist das hier zum Beispiel? Oh! 40% weniger Input hört sich doch gut an. Das hätte ich gerne. Für eine neue Ära, die wir erreicht haben. Wir haben jetzt die zweite Ära hier erreicht. Okay, ich verstehe. Wir schalten verschiedene Samen frei. Wir kriegen eine extra Karte jedes Mal, wenn wir rerollen. Rerolls cost half as much. Nee, brauchen wir nicht gerade. Sägemühle. 50% Furniture Workshop, okay. Ironworks. Okay. Okay, okay, das wäre jetzt, glaube ich, mal relativ wichtig, wobei wir dafür jetzt wieder Eisen bräuchten, was wir nicht haben. Ich glaube, wir müssen tatsächlich mal den Handel erforschen jetzt erstmal. Denn sonst werden wir, glaube ich, ein ganz schönes Problem haben, an Eisen zu kommen und so, um weitere Werkzeuge herzustellen, die wir ja auch verbrauchen. Ne? Verbrauchen wir die überhaupt? Wenig. Aber wir verbrauchen sie trotzdem. So, und die würde ich gerne hier noch reintun. Dann sparen wir uns hier nämlich nochmal 40% des Holzes als Input. Und unsere Biblio ist mittlerweile auch gebaut. Oh, was ist denn hier los? Wird die nicht richtig gelagert? Habe ich hier alles erlaubt? Ja, hier ist alles erlaubt. Oh Gott, was ist das denn? Global Slot, okay. Okay, ich kann mir jetzt hier freischalten, dass die Kohle 20% mehr Wärme gibt oder dass Holz und Kohle 15% mehr gibt. Wir gehen mit den 20%, die wir dann aber global ausrüsten müssen.
heißt stattdessen. Okay, lassen wir mal noch kooperatives Fischen drin. Aber das heißt für uns, wir brauchen jetzt einen Holzkohleproduzenten. Und wir sehen schon, unsere Leute werden unzufrieden, wenn wir den jetzt da auch noch hinsetzen. Ich würde sagen, den bauen wir auch direkt mal hier hin, damit hier direkt das Holz verbraucht werden kann, was der hoffentlich ranschafft. Warum liegt hier überall Holz rum? Warum wird das nicht eingesammelt? Holz darf hier doch nochmal gelagert werden, oder? Ja, Holz. Okay, naja. Schauen wir uns das jetzt mal an. Was passiert hier jetzt gerade? Okay, hier wird gerade das Gras noch weggemacht. Oh, guck mal, hier wird auch noch gebaut. Die Farm ist auch noch nicht fertig. Das dauert aber ganz schön lange jetzt. Brauchen wir mehr Leute? So ein Immigration Office wäre vielleicht auch mal ganz schön wieder. Die müssen wir jetzt die ganze Zeit hier unten drin behalten und uns einen Slot wegnehmen lassen. Das ist auch irgendwie doof. Also da, die können man vielleicht noch ein bisschen anders handhaben, dass man die irgendwie in einem separaten Menü hat oder sonst irgendwie was. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, wie man das machen könnte, aber irgendwie anders. Ich weiß nicht wie, Hauptsache anders. Okay, wir bauen aber auch gerade überall, ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass hier gerade ja schlecht vorangetrieben wird. Wichtig wäre jetzt vor allem, dass unsere Förster dauerhaft besetzt sind, meiner Meinung nach, weil Holz brauchen wir auf jeden Fall. Oh, und die Bierbrauerei ist fertig. Wo haben wir die denn hingebaut? Hier! Eine Brauerei. Nice. Wie in Anno. Ja, sorry, wenn ich hier immer wieder den Vergleich mache. Ach, so sieht Bier aus. Okay. Interessant. Tja, okay, gut. Über das Design vom Bier kann man, glaube ich, streiten. Ich glaube, das darf man. Weil finde ich jetzt nicht so super stark, wie das hier designt ist. Aber okay. Darüber wollen wir uns jetzt mal nicht streiten. Wir nehmen uns mal hier noch. Wir brauchen mehr Leute, habe ich das Gefühl. Deshalb holen wir uns mal ein Immigration Office nochmal dazu, was uns 50 Holz wieder kostet. Ist aber kein großes Problem. Bauen wir einfach. Wir haben es ja. Combo. Oh! Ja, stimmt. Die kombinieren sich ja gemeinsam. Naja, und wenn wir hier weiter ausbauen, dann kriegen wir einen Einflusspunkt, mit dem wir Land einnehmen können. Aha, okay. Auch interesting. Auch interesting. Und hier wird jetzt Holz verbrannt. So. Würde ich mir gerne mal von der anderen Seite nochmal anständig angucken. Okay. Ach, First House Level 3? Was? Ja, guck mal hier. Ist ja richtig abgegangen, die Häuser. Warum bist du jetzt Level 3? Weil du Bier hast? Ja, weil du Bier hast. Ach, krass. Aber was bringt's mir, die denn abzugraden? Ah, guck mal, jetzt können da 5 Leute rein. Okay, ich verstehe. Also es ist schon gut, wenn wir weiterhin upgraden. Alles klar. Gut, jetzt haben wir auch eine Köhlerei. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo hier auch die Kohle auftauchen haben. Ja, hier ist jetzt Kohle. Okay. Wir produzieren dann jetzt offiziell auch Kohle. Und ich würde gern dafür sorgen, dass wir weniger Input brauchen. Das heißt, 7 werden jetzt zu 15 Kohle. Und die macht zweimal die Wärme vom Holz. Das ist natürlich stark. Okay, das ist natürlich super für uns. Und eine Karawane ist wieder angekommen, die mit uns handeln möchte. Die haben einen sehr guten Preis für Stahl, aber wollen wir jetzt auch nicht verkaufen, ne? Für unsere Stahlwerkzeuge. Aber unsere Stahlwerkzeuge werden wir, glaube ich, noch brauchen. Können wir irgendwas verkaufen? Ein bisschen Holz haben wir ja zu viel, ne? Nein. Ich glaube, wir sind gerade ganz happy. Lassen wir mal sein. So, und hier haben wir jetzt einen Potter. Harry Potter? War einmal lustig, ne? Und hier kommt nicht genug an. Ja, das liegt daran, dass hier... Ich kann da jetzt aber auch nicht mehr Leute zuweisen, ne? Ist ja auch doof. Also der hat nicht genug Zeug, um weiteres zu produzieren, aber ich bin es ja auch erst am Herstellen, ne? Vielleicht bauen wir mal noch ein zweites Feld daneben dafür.
So, ach guck mal, jetzt haben wir auch eine Combo hier. Okay. Moment, das dürfen jetzt zwei machen, das hier darf aber nur einer? Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Oder ist das jetzt nur der Bauprozess, wo sich zwei Leute drum kümmern? Hm. Gilt es auch zu hinterfragen. Haben wir hier jetzt eigentlich Essen verboten? Ja. Wir sollten aber mal... Weed? Okay, Weed haben wir erlaubt. Sehr gut. Und Luxusgüter sollten wir das Bier erlauben. Das heißt eigentlich alles, was in der Region gebaut werden kann, kann da auch gelagert werden. Aber guckt euch das mal an. Westholm ist schon ein hübsches Städtchen geworden. Guck mal, es ist noch ein House of Level 3 aufgestiegen. Und die können wir jetzt alle nochmal einzeln upgraden. Und hier haben wir jetzt wirklich ein Platzproblem mit unserem Lager mittlerweile. Vielleicht sollten wir hier nochmal ein weiteres Lager hinsetzen. So. Ich glaube, wir passen das einfach mal jetzt an. Ah ja, und ich darf nur 8 mal 8 maximal. Dann machen wir hier doch jetzt nochmal ein großes anderes Lager hin. Und wir kriegen die nächsten Karten. Hier wäre nochmal ein Förster dabei. Förster sehe ich uns ja. Noch irgendwas dazu? Kann ich nicht, ne? Wir haben sonst nichts jetzt gerade doppelt. Kaufen wir uns noch einen Förster. Und ich hoffe dann, dass ab Herbst hier jetzt auch wieder besserer Input kommt. Oder ist das gar nicht fertig gewachsen? Ich glaube, das erste Feld ist nicht fertig gewachsen. Jetzt wird wieder Winter. Wir gehen aber, glaube ich, ein bisschen stärker als beim letzten, in der letzten Folge in den Winter rein. Ich glaube, das sieht gut aus. So, und hier würde ich gerne mal den ersten Eindruck ein bisschen upgraden, damit wir hier mehr Leute kriegen. Oh, und hier kommen wir aber auch gleich schon an unser Limit wieder. Ey, und der Winter ist so hübsch, ne? Ey, schade, dass man hier das Overlay nicht ausmachen kann. Könnte man so schöne Bilder von dem Spiel machen. So hübsch könnte man Bilder machen. Ja gut, aber hier könnten wir jetzt nochmal weiteres Holz, weiteren Stein investieren, um besseres Holz zu kriegen. Finde ich cool generell, aber so jetzt mal Holz kann ich nochmal neu nachbauen quasi. Stein, wenn ich Stein abgebaut habe, dann ist der weg. Und wie gesagt, die Berge sind noch ganz schön weit weg. So, dass ich da abbauen könnte. Aber uiuiui, dann sind da auch 11.000 Steine. Ja. Ah, und guck mal. Jetzt sehe ich gerade. Erstmal Research gucken. Okay, ah, wir haben jetzt freigeschaltet, dass wir handeln können. Also wir haben 2 Handelsgebäude freigeschaltet und 20% die Anzahl an neuen Leuten. Okay. Ich glaube, das hier lassen wir mal weg, dass wir uns gegen irgendwie Gegner verteidigen können. Das brauchen wir, glaube ich, nicht, weil ich ja auch die KI ausgestellt habe. Und hier gucken wir jetzt nochmal kurz weiter. Cannabis-Samen wären natürlich cool, so weil das jetzt auch ein Luxusgut ist. Eisen wäre, glaube ich, jetzt erstmal wichtiger, dass wir uns hier auch... Weil, also ich habe so ein Siedler-2-Trauma, wo ich nie genug Werkzeuge hatte. Sägemühle wäre natürlich auch stark. Ich glaube, wir gehen erst mit den Eisensachen. Und dann können wir ja immer noch weiterschauen. Ja, und jetzt haben wir es freigeschaltet. Jetzt haben wir nur keinen Platz, das hinzubauen. So, wir verkaufen kurz die Taverne und kaufen uns hier einen Handelsposten. Und wir verkaufen auch nochmal unsere Mushroom-Farm und kaufen uns ein Trading, also einen Handelshafen dafür. Dass man das kauft und nicht einfach weg, also verkauft und nicht einfach wegschmeißt, finde ich auch eine ganz nette Sache. Sonst wäre es so wasted, ne? Was auch in Ordnung wäre, ne? Wenn man's fies machen wollte, fände ich das auch vollkommen in Ordnung. So. Okay, zählen die gar nicht zum Baumenü? Das wäre natürlich wiederum cool. Nein. Ich darf mir keine weitere Karte holen, wenn ich die jetzt wegschmeiße. Ich probiere das jetzt. Ich verkaufe die jetzt. Und jetzt könnte ich mir eine holen. Okay, die zählen doch noch dazu.
Alles klar. Gut, wieder was ihr lernt. Ein weiteres Immigration Office oder wachsen wir dann zu schnell? Könnte auch sein, ne? Ich glaube, wir wachsen dann zu schnell. Lass uns mal ein bisschen durch den Winter skippen. Winter ist immer so eine Zeit, wo ich gerne mich ein bisschen zurückhalte mit dem Kaufen und Bauen. Aus dem einfachen Grund, dass ich Angst habe, dass ich nicht durch den Winter komme. So, und hier haben wir jetzt nur Gebäude, die wir natürlich schon kennen, ne? Was wir vor allem jetzt mal brauchen, sind weitere Häuser. Oh, vielleicht war es gar nicht so klug, dass wir hier unseren Verbrenner hingemacht haben. Denn wir wollten ja in die Richtung auch unsere Häuser weiterbauen, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da werden wir nur noch ein, zwei Häuser hinbauen können. Und dann werden die sich beschweren, dass sie da in die Richtung kommen. Und dann ist das nicht mehr so der beliebte Wohnort. Wir wollen hier natürlich eigentlich ganz gern beliebt bleiben, ne? Und vielleicht können wir jetzt ja mal nach dem Handelshafen gucken, oder? Wäre doch cool. Hier einen Handelshafen hin? Eigentlich gerne hier vorne an die Spitze. Ja, guck mal. Top. Handelshafen. Los geht's. So, und jetzt bauen wir hier noch kurz mal einen Weg dazu. Damit der Handelshafen halt auch angeschlossen ist, ne? Wir sehen jetzt gerade 1, 2, 3, 4 und dann Nummer 3. Hä? 7 Leute, die da jetzt an dem Bau beteiligt sind, oder was? Boosten wir den mal kurz und den bitte auch mal. Wir brauchen jetzt ganz dringend mal Häuser, damit wir unsere Leute untergebracht kriegen, weil ist ja schon kalt, ne? Oh, und der Handelsposten, uiuiui, den können wir vielleicht auch hier vorne mit ins Hafenviertel reinbauen. Ich weiß nicht, ob die noch Lagerplatz bräuchten. Vielleicht schon. Vielleicht macht der Handelsposten, also so storymäßig, vielleicht auch mehr so hier am Anfang der Stadt. Also aktuell noch am Anfang der Stadt, ne? Wird sich natürlich auch alles wandeln. Irgendwann ist das hier mitten in der Stadt. Macht der hier vielleicht auch ganz gut Sinn. Da bauen wir den doch da mal. Wir gehen jetzt voll auf Handel. Um mal zu gucken, wie das so geht. Das werdet ihr aber erst in der nächsten Folge sehen. Denn das war es wieder mit einer Folge Kingdom. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Kingdoms Reborn. Und während hier fleißig weiter schön was angesamt wird, sage ich Tschüss von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge Kingdoms Reborn. Bis dann. Ciao.